Der lädt super selten hoch, aber macht unfassbar geile Videos. Ähnlich wie Jules. Das kann nur lustig sein. Soundcheck. Digga, wie hat er ihn so animiert, Mann? Das sieht aus, als wenn er den irgendwie in Gothic reingeboxt hätte. Du willst mir einen auf die Fresse. Wir schreiben das Jahr 2017. Der Drachenlord erlebt seine Blütezeit auf YouNow. Er ist ganz oben. Der größte Streamer der Plattform. Und er wird immer... Junge, da alleine die ganzen Animationen so verdient schon Like, Mann. Arroganz haben. Doch Rainer bleibt nicht lange an der Spitze. Ein neues Gesicht taucht auf. Du Gesicht! Und stiehlt ihm innerhalb kürzester Zeit den Thron. Die Rede ist... Warum ist WhatsApp noch auf? Einfach Zelda-Musik, beste. Benedikt. Lieber Gott, bitte segne Hermann Göring, damit er den Weg zu dir finden kann und deine Liebe in sein Herz einschließen kann. Dafür. Wen soll er segnen? Amen. Es gibt nichts mehr zu schaffen. Noch dazu gegen so viel Hass und so viel Hate. So viele Junge, ist das nicht auch einfach das Castle Hyrule, Digga? Aus Twilight Princess? Benedikt, damals 18 Jahre alt, hegte den tiefen Wunsch, Priester zu werden. Er sehnte sich danach, Gutes zu tun, Menschen zu helfen. Dieses Meme, Digga. Und ihnen den Glauben näher zu bringen. Wo, so dachte er, könnte dieses noble Vorhaben besser verwirklicht werden als auf, YouNow? Alexa? Ach du Scheiße, Rainer Winkler Aschaffenburg. Ja, das Drachengame war schon wild, Mann. Es passiert doch einfach so viel, Digga. Ich weiß gar nicht, worauf ich achten soll. Ja. Genauso wie das Windows-Programm, Windows 10. Es gibt kein Windows 10. Nur für euch. Es gibt ja quasi nur noch mich, der letzte von den Drachenmenschen. Also die ja quasi die Könige der Echsenmenschen waren. Hallo, ich eure Leben. Aus deinem Migrationshintergrund. Nein, ist einfach so eine weiße Wand. Ja, ich bin voll drauf, ja. Digga, YouNow ist auch einfach so ein ganz anderer Ort. Ist so neu im Fernsehen. YouNow war die Plattform der Assis. Ich hab deine Mutter, Mann. Der Verschwörungstheoretiker. Natürlich ist die Erde flach. Glaubst du jetzt noch an die Erdanziehungskraft? An die Gravitation? Ja. Einfach das Leben genommen. Aus den Echsenmenschen. Die existieren wirklich mal. Das beste Zahnputzen ist mit dem Finger. Also dafür haben wir diese Fingerabdrücke. Und weil Influencer Kinder auf die Plattform gelockt haben. Liebe Kinder, YouNow macht ganz viel Spaß. Gab es dort auch jede Menge Pedos. Es gibt nicht zu jung, es gibt nicht zu eng. Digga, lass mir einfach mal so stehen. Und inmitten all dessen war die Erlösung. Wer ist das? Benedikt vom Bibelkanal. Auf jeden Fall, heutiges Thema ist, ihr könnt, wie gesagt, anrufen und mir was erzählen. Ich glaub, was soll ich sagen? Ich werde heute auch wieder segnen, wenn ihr möchtet. Er war ein bescheidener Mann, der ein einfaches Leben führte. Also ich gehe zur Schule und wenn ich nach Hause komme, gehe ich erstmal essen und bin dann mit meinen Eltern zusammen und wir lesen dann zusammen oder spielen ein Brettspiel. Wie cool war das Spiel, Digga? Was bin ich hier reingeraten? Bruder, Ace TV, das ist wie Jules, Digga. Aber wenn er so ein strenggläubiger Katholik ist, warum hat er dann rote Haare? Damit kommst du nicht in den Himmel. Diese Krankheit ist meist bekannt als Rotsucht. Und sie tritt auf, weil Rothaarige natürlich keine Seele haben. Ekelhaft, wie geht's? Also ich habe meinen Priester gefragt. Mein Priester hat gesagt, Rothaarige haben eine Seele. Also er erzählt Quatsch. Aber trotz der roten Haare war man sich einig. Benedikt meint das alles ernst. Und ist somit das perfekte Opfer für Trollraids. Kommt Leute, den Rotschopf machen wir fertig. Man konnte ihn anrufen, über Probleme reden. Also du formst ja eine Frau aus Sand. Ja, ich bin quasi ein Sandfick. Ich bin ein Sandficker. Was? Von Begegnungen mit Gott berichten. Oder einfach nur ein Christ. Hallo lieber Benedikt, du bist doch der Kinder. Tschüss. Die Trolle waren bereit. Und da Rainer nur gelangweilt auf seinem Zarensofa vegetierte, gingen immer mehr Hater zu Benedikt über. Hallo. Du machst dir nichts. Ja, warum mache ich nichts? Weil ich nichts machen brauche? Getragene Kleidung sorgt für eine isolierende Luftschicht.
Boah, der hat gefilmt, wie er Fernsehen guckt, oder was? Alter. Was Hans so dumm ist? Benedikt wollte eigentlich nur für eine Handvoll Leute streamen. Lieber Gott, bitte scheine dein Licht auf Handheld-Router nach. Doch nun war er hier, mit hunderten von Zuschauern, ohne jegliche Ahnung vom Internet. Ja, aber die Spiele waren so cool damals. Umzingelt von der Drachenlord-Community. Benedikt, kannst du mal bitte Rita aus Leiden, Rudi aus Polen und Küken aus Drücken segnen? So, jetzt ist die Soße auch mal ein bisschen dicker. Lieber Gott, ich bitte mich, dass du Rita Winkler segnest und dass sie dazu führt, dass... Ah, und dem alle auch. Segnet. Digga, der arme Mann. Aber die Hater sind auch crazy, ja. Das ist so ein Volk, ne? Mit denen legst du dich auch einfach nicht an. Da gehst du dran vorbei und es ist einfach Wayne, ob sie existieren oder nicht. Du willst einfach nichts mit denen zu tun haben. Und der Richter ist der Peiler. Es gab Hunderte, vielleicht sogar Tausende Anrufer. Und nicht einer davon war kein Troll. So lasset das Trollen beginnen. Sehe ich hier etwa ungesunde Getränke? Habt ihr denn noch nie von Holy gehört? Holy, Holy! Wen sponsoren die eigentlich nicht, Digga? Dieser Mann trinkt herkömmliche ungesunde Energy Drinks und verliert konstant Lebenspunkte. Während er hier Holy Energy Granatapfel trinkt, GTA Cheats in Real Life benutzen kann, weil Holy keinen Zucker hat. Holy, Holy! Ist das eigentlich so ein Gaming-Booster oder ist das einfach nur Energy-Ersatz, Digga? Weil wenn du dir einen Booster reinziehst, um zu zocken, dann hast du massive Probleme, Junge. Wenn du pumpen gehst, okay, da kannst du dir einen Booster drücken. Wenn du E-Sports-Pro-Gamer bist, dann kannst du dir einen Booster reindrücken. Aber wenn du ganz normal casual zockst, Digga, und dir dann sowas ziehst, dann hast du echt Probleme, Junge. Digga, ich finde das auch so geil, dass Jules und Air Placements haben, weil ich glaube, die sind keine Sekunde werbefreundlich. Aber, Digga, dass diese Werbeabteilung einfach sagt, ja, mach mal, kriegen wir hin, Digga. Abgenommen. Für die Starter-Sets gibt es mit dem Code in der Videobeschreibung sogar einen dicken Rabatt. Holy ist gesünder und viel billiger. So lasset das Tollen beginnen. Hallo, bin ich beim Karotten-Channel. Und das war's für heute. Ob du vielleicht Lust hast, mit mir mal in die Kirche zu gehen? Ich komme auch aus Köln. Nein. Der Pumokill ist da. Der Pumokill. Nee, du bleibst auch. Ich werde immer. Warum immer so laut? Tschüss mit dir. Benedikt, der Kine. Was soll das? Rothaarige Kinder werden mit einer... Ja, das hab ich noch. Digga, der tut mir voll leid. Ist das übrigens bist du... Oh ja, gib's mir. Das war schon ein bisschen sehr eklig. Nichts damit zu tun hat mit dieser Scheiße. Dass ich halt oft mich selbst befriedige und ich weiß nicht, wie ich damit aufhöre. Quatsch an, du. Leute, es reicht. Ich hab so die Schnauze voll. Bei ihrer Haut. What the fuck? Und so hell ist, müssen Rothaarige das Sonnenlicht meiden. Fast so wie... Vampire. Außer Kyle, weil Kyle ist ein Daywalker. Vampire. Vampire, ja. Trotz zahlreicher Trollanrufe wollte Benedikt nicht aufgeben. Vielleicht würde eines Tages jemand anrufen, der wirklich seiner Hilfe bedurfte. Ja, hallo, hier ist Winkler. Auch wenn ein Anruf zunächst ernst gemeint schien, Muschi, Muschi, endete er oft mit einem Teerausch. Hast du irgendwas Schlimmes, was dich am meisten bedrückt? Ja, das sind die Türken. Türken raus! Gottlos, Digga. Ja, du raus. Ich. Ehrlich gesagt, ich mach gleich nicht mehr weiter, wenn das so weiterläuft. Ich hab da keine Lust drauf. Was zu einem Running Gag wurde. Hab noch einen schönen. Ja, stimmt, die beiden Typen, Alter, die waren auch wild. Abend. Du auch. Und Türken raus. Dann, tschüss, ne? Ciao. Türken raus. Ich verstehe das nicht, was das mit diesem Türken raus auf sich hat. Um sich zu beruhigen, las Benedikt oft Verse aus der Bibel vor. Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Denn welcherlei Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet. Dr. Med, Matt, Digga, die Namen sind schon, Digga, ich hoffe, ich werde niemals von diesen Namen getrollt, Alter. Und mit welcherlei was ihr meffet und wird auch gemeffet Macht werden. Macht er das nochmal, moin, sehr gut, geht. Aufgeben war für ihn keine Option. Und die Trolle wurden immer einfallsreicher. Bruder Benedikt, kannst du mal das Bild an der Wand genauer zeigen? Sobald er sich umgedreht hat, wurden komische Dinge gemacht oder abgespielt. Meist waren es Nacktvideos von Kopfnuss Kalli. Kann ihr deine Sperren mal rausnehmen? Dann wird dein Auto knapp 500 laufen. Aber die weitaus häufigste Methode des Trollens waren Segen. Es gibt so vercrackte Menschen auf YouTube. Na, ist nicht nur unfassbar, Digga. Auch dieser Kopfnuss Kalli, Digga, ist auch einfach ein Fiebertrommel-Typ. Angesichts all dessen, was er gesegnet hat, muss er im Geschichtsunterricht wohl christliche Mandalas ausgemalt haben. Karl? Karl-Heinz S. Okay, lieber Gott. Ich bitte dich, Karl-Heinz segne S. den Karl-Heinz S.
Karl-Heinz Hess. Bitte segne Hermann Göring. Segne bitte die Anne Frank. Ich bitte dich. Boah, Digga, Mann. Gab's bei YouNow nicht irgendwie so einen Filter oder so, Digga, dass er einfach straight weggebannt wird? Aber mich würde interessieren, wie viel Geld er damit verdient hat. Hey, hier ist Benedikt vom Bibel-Channel. Ich rede mit euch über Jesus, Gott, die heilige Dreifaltigkeit und Katholorismus, was? Bitte scheine dein Licht auf Michael Santos. Lieber Gott, bitte segne Jeffrey Dahmer. Lieber Gott, bitte segne Pierre Vogel und erhöre seine Gebete. Benedikt, kannst du meine Vorhaut sehen? Lieber Gott, bitte segne Blue. Der heißt Josef Fritzel. Ich kenne Josef Fritzel. Also und tschüss. Also sowas. Ich kenne mich ja nicht mit Politik aus. Aber so doof bin ich auch nicht. Benedikt wollte ein guter Christ sein. Doch schon bald beging er seiner Meinung nach einen schweren Fehler. Stopp! Scheine dein Licht auf Yves Trester. Auf Yves Trester und erhöre ihre oder seine? Seine Gebete. Amen. Aber ich habe mal eine Frage. Ja. Und zwar, das Ding ist, Yves ist halt homosexuell. Und das geht dann nicht. Aber das gilt dann nicht. Da kann ich dann nicht sein. Nee, und tschüss, also. Ganz dünnes Eis, Junge! Oh nein. Er hat einen Schwulen gesegnet. Das Ganze belastete ihn sehr, weshalb er immer öfter Tabletten einnahm. Du siehst es ja heute, ne? Mir ist ein bisschen schwindelig von den Tabletten. Was nimmt er denn für Tabletten, Digga? Kannst du mir bitte sagen, Alter, was du für eine Tabletten nehmen tust? Das geht euch gar nichts an. Das geht ihnen nichts an mit den Tabletten. Das geht euch alle nichts an und ich will auch nicht drüber reden. Boah, Digga, das nimmt einen ganz ekligen Turn. Nach einem Gespräch mit seinem Pfarrer fühlte er sich etwas erleichtert. Ach, Benedikt, ist doch alles halb so wild. Ich habe ihn auch gefragt, ob Homosexuelle, ob die in den Himmel kommen und ob ich die segnen kann. Und er meinte, ja, also wenn ich den gesegnet habe, dann ist es nicht so schlimm, weil der Segen, der gilt nicht, weil man kann Homosexuelle nicht segnen. Doch von nun an ging er immer auf Nummer sicher. Hello there. Also sie sind nicht homosexuell. Nein, nein, nein. Das muss ich jetzt anscheinend immer anfangs fragen. Bist du schwul? Nein. Sicher? Ja. Okay. Ich hab die Sorge, dass die beiden schwul sind. Ja, du könntest mal mit ihnen über das Thema reden und ihnen das vielleicht eventuell ausreden, schwul zu sein. Mittlerweile war er der größte Streamer auf YouNow. Und der Drachenlord landete nur noch auf Platz 2. Womit er nicht einmal mehr der Beste darin war, der Schlechteste zu sein, ne? Getrollt zu werden. Tut mir den Gefallen und haut mal ein paar Likes raus und ladet eure Fans ein oder Zuschauer, dass wir hier den Bibelkanal übertreffen. Digga, und ein Herr Rainer Winkler hat sich wahrscheinlich persönlich angegriffen gefühlt, Digga. Er wollte die Hater loswerden, dann waren die Hater weg und dann waren sie doch wieder da. Ich werde noch ein Eis essen. Das Ding ist halt, dass er irgendwann hat er sich ja da über die Jungs finanziert, ne? Was willst du machen, Alter? Hot Take, alle Religionen sind Kulte. Ach, Religion ist eine schöne Sache, Bruder. Wenn man es dann nicht übertreibt. Ist für ungut, aber Bibel, ernsthaft? Alter. I will go to hell. Überhaupt mal die Barren raus, ey. Ohne Scheiß, ein Bibelkanal. Mich überholt ein Bibelkanal. Alter. Ich lass mich da nicht von der Bibel abhängen, Leute. Pfeift mal wegen die Barren, die Likes raus, bitte. Rainer kniete am Boden und flehte nach Barren. Doch die Lage war aussichtslos. Er war besiegt. Geh weiter. Send your fuck. Bam. Die neue Nummer 1 war Benedikt. Vom Bibelkanal. Ein Bibelkanal überholt einen Metal-Kanal, ey. Was sind das für armselige Zeiten, in denen wir leben? Geh zurück, Bibel-Channel, lass dich bekehren. Arsch, Alter. Das hätte er ja mal machen müssen. Er hätte einfach anrufen müssen. Von wegen. Soll er mich überholen? Ja, mich kotzt es an, dass ich echt immer noch ohne Scheiß unter dem Kasper bin. Stehe ich hier unter der Bibel? Ich glaube, es geht los, ey. Gott hat den Drachen besiegt. Mich kann niemand besiegen. Ich bin unbesiegbar. Armes Reinhard. Nicht mehr auf Platz 1 zu sein. Kränkte ihn sehr. Einfach besiegt von Bibel-Channel. Nein, 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 niemals besiegen! Er Junge,
Ey, das hätte man auch, der hätte auch so früh eigentlich schon eingewiesen werden müssen, der Typ, ne? An den Kampf mit der Bibel auf. Er wurde zu Benedikts größtem Hater. Was ist das gewesen? Ich habe meinen verfickten Schutzschild hochgehabt. Ich habe eine undurchdringliche Blockade. Er ging in seinen Stream und wollte Benedikt dazu bringen, die Löschung einzuleiten. Er warf ihm all die Dinge an den Kopf, die er selbst schon seit Jahren zu hören bekam. Hier ist schon klar, dass 99,995% dich Leute hier verarschen, ne? Dass du gar nicht verstehst, dass die Leute dich verarschen wollen. Du solltest wirklich überlegen, ob du so weitermachen möchtest, wie du jetzt weitermachst. Jeder, den ich kenne, der deine Streams verfolgt oder Streams schaut, schaut dich entweder, weil die Leute sich über dich lustig machen. Ich bin wohl... Er hat einfach einen niedrigen IQ laut eigener Aussage 85. Ich bin ehrlich, was ist normal? 110 oder so? Ich hab keine Ahnung, ich weiß, 140 ist, glaube ich, schon überdurchschnittlich intelligent. Digga, Bruder, was weiß ich? Ich hab keine Ahnung. 100 ist normal, ne? Ja, ich sag ja, 100, 110. 140 ist, glaube ich, warte mal. Guck mal, höchster IQ, 228. Yo, Yusuf Sahar, so 162. Ich weiß, ich hab, glaube ich, noch nie einen IQ-Test gemacht, Digga. Als Kind vielleicht, keine Ahnung. Juckt auch nicht! Ich hab einen IQ von 85? Doch, 85, stimmt schon. Jetzt bin ich selber verwirrt gewesen gerade. Wegen der 38. Ich hab einen IQ von 35. Ne, von 85. Oder war es 58? Auf jeden Fall habe ich einen unterdurchschnittlichen IQ. Dafür bin ich aber in anderen Punkten besser gewesen als manche Leute. Meine Empathie ist höher als bei anderen. So. Und dementsprechend kriegt jemand, der andere belästigt, aufs Maul. Damit der ehrlichste Mensch überhaupt, den du je hier hattest. Du glaubst, dass du mehr Fans als Hater hast. Hast du aber nicht. Du solltest drüber nachdenken, wie du weitermachen willst und ob du so weitermachen willst. Aber so gut wie keiner, der hier zuschaut, meint es ernst. Aber... Ey, da war Mephisto Freddy! Wie er Rainer veräppelt und Rainer drauf einsteigt. Geh nicht davon aus, dass die 1030 Leute, die jetzt die hier zuschauen, wirklich alle auf deiner... 1030 Leute? Willst du mich verarschen? Weil ich mach auch Bibel-Channel auf. Ich finde, du hast Probleme. Du bist im Irrglauben. Du hast keine Erfahrung damit. Ich bin eigentlich immer auf Platz 1, es sei denn, du bist da. Ich bin, wie gesagt, einer von den absolut größten Streamern auf YouNow. Das ist gut, das ist schön. Genau. Ich bin hier auf YouNow mit einer von den allergrößten Streamern. Ja. So viel, wie ich von dir höre, glaube ich dir das. Ich bin auch, abgesehen von dir, immer auf Platz 1. Also außer wenn du da bist, bin ich auf Platz 1 immer. Das liegt aber bei dir nur deswegen daran, dass du auf Platz 1 bist, weil eben sehr, sehr viele Leute hier sind, die dich verarschen wollen. Tatsächlich gibt es keinen YouTuber oder YouNower, der mehr gehatet wurde als ich. Willst du darüber reden? Digga, jetzt machst du da auch noch einen Wettbewerb draus, oder was? Ich fühle mich dabei überhaupt nicht. Ich mache das Ganze seit über 5 Jahren. Es gibt auch keinen, der damit mithalten kann. Warte mal kurz, mir wird's gerade so arm. Mithalten inwiefern? Andere, bei denen nur die Hälfte oder nur halb so viel passiert ist wie bei mir. Oder auch nur halb so schlimm ist, die haben sich umgebracht. Ich habe gehört, du hast eine Menge Probleme. Wollen wir drüber reden? Nein, das sind meine Hater, die behaupten, ich hätte Probleme. Ich habe keinerlei Probleme. Also mental oder sonst was geht's mir sehr gut. Solltest du dann auf jeden Fall, wenn es dir nicht so gut geht, dann Hilfe besorgen. Wenn es da immer noch um die Probleme geht, ich habe keine Probleme. Ja, ich habe ja keine Probleme. Das habe ich dir von Anfang an gesagt. Ich bin hier reingekommen. Aber so viele Leute sagen, du hast Probleme. Ich habe mehr Hater, als du hier jemals Zuschauer hattest. Ich verdiene mein Geld damit. Das ist mein Lebensunterhalt. Psychisch, mental, geistig, seelisch, auch körperlich. Macht mir das ja nichts aus. Darüber hinaus habe ich keine Probleme. Hab eine schöne Freundin, hab einen guten Job. Ja, was arbeitest du? Ich bin YouTuber, YouNower. Ich lebe von dieser ganzen Geschichte hier. Bin ja Partner, hab auch den Abo-Button. Ich bekomme Geld durch YouTube, ich bekomme Geld durch Merchandise. Ich habe eigene T-Shirts, eigenes Merchandise mit dem. Also, das ist alles schön, aber das ist ja alles Poster gut und schön. Aber wenn du. Ist auch mein eigenes. Aber das ist doch kein richtiger Beruf. Ich stehe auf, ich setze mich an den Computer, dann fange ich an, meine Videospiele aufzunehmen, meine Let's Plays. Aber wenn man dich filmt dabei, wie du fernsehst, da kannst du mir nicht erzählen, dass das eine Berufung ist. Dann muss ich sie auf meinem Computer bearbeiten und rendern. Bearbeiten und rendern, Digga. Habt ihr mal ein Let's Play von Drachenlord gesehen, Digga? Breath of the Wild. Ey, Digga, ich kann es nicht mal so aussprechen, wie wer. Ich weiß nicht mal, was er zu Breath of the Wild gesagt hat. The Legend of Zelda. Bride of the Wind. Benedikt kam kaum zu Wort. Und Rainer hat mal wieder gezeigt, er ist wahrlich das höchste Wesen. Ey. Isst du deine Chips noch? Der Einschüchterungsversuch hat jedoch nicht geklappt. Ja. Benedikt machte weiter, wurde dabei aber immer auffälliger. Auf dem G20-Gipfel, hast du davon gehört? So ein Berggipfel, ne? Also hier in meiner Straße und alle Ärzte, die ich kenne, heißen mit Vornamen Med. Okay, er war nur ein Troll oder was? Niemand kann so dumm sein. Er erzählte auch von seiner Konfirmation. Nur blöd, dass Katholiken eine Kommunion haben. Es gab auch immer mehr Anrufer, die angeblich mehr wussten. Ich wollte dich mal fragen, ob du Minecraft spielst. Nein.
Du hast doch einen Minecraft-Server, richtig? Nein, ein Minecraft-Server. Okay, da hat mir jemand einen Scheiß erzählt. Der Druck wurde immer größer. Einige Hater drohten ihn sogar mit Doxing. Und schließlich ließ er die Maske fallen. Ihr habt's kaputt gemacht. Es ist doch offensichtlich, dass ich fake bin. Krass. Eigentlich habe ich das gemacht, um den Drachenlord zu ärgern. Ich weiß nicht, ich mache mir hier die ganze Mühe und sonst was. Ja, warum? Ich meine, es war doch Unterhaltung. Es war doch witzig, ich hätte den Drachenlord noch weiter ärgern können. Aber nein, wisst ihr, ich fand es am Anfang schön. Bloß dann fängt ihr an mit diesem ganzen Leak-Zeug und so. Auch immer dieses, in der Woche werde ich geleakt, in der Woche werde ich geleakt. Ich hätte sowieso keine Lust mehr gehabt. Hier, es ist doch langweilig. Ihr ruft nur an und sagt Türken raus, wisst ihr? Ich versuche schon immer ein Thema auszusuchen, bei dem ich irgendwie euch Munition geben kann, mich zu ärgern. Aber was macht ihr? Nein, ihr schreit hier raus. Ihr seid wirklich, es ist einfach langweilig geworden. Nicht meinetwegen, sondern weil ihr es einfach komplett verkackt habt, echt. Benedikt war einer der besseren Trolle im Drachengame. Kein Rütteln am Tor. Er hat ihn einfach besiegt. Keine eingeschlagenen Fenster. Alles, was nötig war, um Rainer Matt zu machen, war jemand, der noch mehr gehatet wird als er. Sie ist 23 Jahre alt, hat Krebs und kämpft richtig um ihr Leben. Ich habe kurz was Wichtigeres, warte. Funktioniert mein Skype? Du Bastard! Der war fast so gut wie Forza runtergeladen. So Leute, Forza runtergeladen. Ja, geiles Video, voll übertrieben. Schaut gerne noch in die anderen Reactions.